Mama, da! Oh nein, Ameisen. Caillou, geh doch in die Küche und frag Großmutter, ob du ihr helfen kannst. Ich versuche inzwischen, uns von den Ameisen zu befreien. Ist gut, Mama. Omi, sag mal, was machst du da? Meinen berühmten leckeren Kartoffelsalat nach einem Geheimrezept. Geheimrezept? Du darfst mein Testesser sein. lecker! Was für eine wundervolle Nacht. Ich glaube, ich kann den Abendstern sehen. Oh, ist der aber schön. Das erinnert mich daran, wie ich einmal eine Sternschnuppe gesehen habe. Eine Sternschnuppe? Das ist ein Stern, der wie ein Vogel quer über den Himmel fliegt. Das ist wie Zauberei. Komm, Caillou, hilf mir Tisch decken. Heiß und fettig. Lecker. Seht mal, eine Sternschnuppe. Wie schön. Fantastisch. Wo? Da oben, vor einer Sekunde. Opa, da draußen ist eben eine Sternschnuppe geflogen, aber sie ist weg. Ich bin sicher, da gibt's noch mehr. Komm, wir sehen mal nach. Da, Caillou, da kommt schon wieder eine. Wo denn? Ich will sie auch sehen. Sei nicht traurig. Sternschnuppen sind sehr schnell und deshalb schwer zu beobachten. Caillou wollte unbedingt eine Sternschnuppe sehen. Deshalb beschloss er, so lange zu warten, bis wieder eine kam. Tut mir leid, dass du die Sternschnuppe nicht gesehen hast. Wollen wir stattdessen den Mond betrachten? Ja, ich möchte gern den Mond sehen. Oh, der Mond ist aber riesig. Siehst du diese Sterne da? Dieses Sternbild heißt Großer Bär. Ich sehe da keinen Bären. Ups. Macht nichts, nicht so schlimm, Caillou. Und das da ist der kleine Wagen. Also bis bald. Da, schau, Caillou. Oh, ich habe schon wieder eine verpasst. Ach, mach dir nichts draus. Es werden noch viele Sternschnuppen in anderen Nächten fallen. Caillou wusste nicht, ob er jemals in seinem Leben eine Sternschnuppe sehen würde. Das machte ihn traurig. Schlaf schön, Caillou. Es ist schon spät. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr Sterne. Wow! Ein Arbeitstag. Gilbert, nicht, das kitzelt. Caillou wusste nicht so recht, ob er seinen Vater und seine Mutter aufwecken sollte. Gilbert. Guten Morgen, Caillou. Hast du Lust, eine Runde zu fliegen? Papi lässt mich fliegen. Juhu. Oh nein, der Wecker hat nicht geklingelt. Ich komme zu spät zur Arbeit. Caillou, gehst du schon mal runter und fütterst Gilbert? Ich werde Rosie wecken. Gilbert, warte auf mich. Gilbert, lass das. Guck mal, was du gemacht hast. Caillou! Ich habe es eilig. Also alles brav aufessen. Caillou fand es überhaupt nicht lustig, dass es alle heute Morgen so eilig hatten. Papi, lustig! Oh, oh. Beeil dich mit dem Frühstück, Caillou. Wir haben's eilig. Wir haben alles aufgegessen, Mama. Toll, dann könnt ihr euch jetzt die Zähne putzen. Rosi, warte. Möchtest du gern wie Mami aussehen? Ja! Also das geht so. Nicht bewegen, Rosi.
Caillou, hast du deine Schwester so zugerichtet? Naja, ich wollte, dass Rosi so hübsch aussieht wie du. Du weißt doch, dass du mit meinem Make-up nicht rumspielen darfst. Dann wollen wir dich mal wieder sauber machen, Rosi. Hier, zieh dich an. Du und Rosi, ihr müsst doch gleich zu eurer Spielgruppe. Ich will aber heute nie zur Spielgruppe gehen. Caillou! Was braucht der Junge nur so lang? Lass schon mal den Wagen an, Liebling. Papi, ich stecke fest. Au! Caillou, Mama wartet schon draußen auf dich. Caillou konnte diese wilde Hetzerei überhaupt nicht vertragen und fühlte sich plötzlich ganz schrecklich. Nein, ich will jetzt nicht mit Mami wegfahren. Ich will lieber mit dir zu Hause bleiben. Aber später muss ich doch auch zur Arbeit. Ich will aber nicht, dass du heute arbeitest. Bleib hier sitzen. Ich bin gleich wieder da. Sein Vater ging zum Wagen und sagte zu seiner Mutter, er würde Caillou später selbst zur Spielgruppe bringen. Ja, bleiben wir zu Hause und spielen den ganzen Tag? Nein, Caillou, ich muss heute wirklich zur Arbeit gehen. Aber erst einmal ziehen wir deine Schuhe an. Ich will dir etwas zeigen. Was willst du mir denn zeigen, Papi? Eine ganze Menge Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen müssen. Ganz genauso wie Mama und ich. Guten Morgen, Caillou. Sag mal, arbeitest du auch? Aber ja, ich trage die Post aus. Willst du mir dabei vielleicht helfen? Kann ich das? Hier, würdest du diesen Brief nehmen und ihn in Mr. Hinkels Briefkasten legen? Siehst du, Caillou, ein Briefträger arbeitet jeden Tag. Warum? Damit Mr. Hinkel pünktlich seine Post bekommt und dein Vater seine Rechnungen. Hoppla! Da liegen ganz viele, Papi. Schnell! Na, ihr zwei beiden, habt ihr keine Lust, immer mit uns zu arbeiten? Dürfen wir? Klar. Aber erst, wenn du ein bisschen größer bist, okay? Du musst warten, bis du groß und stark geworden bist. Das ist eine harte Arbeit, die Stadt immer sauber zu halten. Wie wär's denn mit einer kleinen Erfrischung nach dieser furchtbar anstrengenden Arbeit? Ja! Aber vorher müssen wir noch schnell woanders hin. Warum musst du eigentlich arbeiten, Papi? Weil mir das Spaß macht. Und ich verdiene Geld damit. Aber der Automat gibt dir doch Geld. Ja, das tut er. Aber vorher muss ich der Bank Geld geben. Ich habe auch so einen leckeren Muffin. So einen köstlichen Schokoladenmuffin mit Chips wie meiner? Nein, kannst du mal die Lichter da oben anmachen? Die Polizisten haben bestimmt was anderes zu tun. Nein, wir machen gerade Pause. Willst du sie vielleicht selber anmachen, Kleiner? Ja! Hier ist Officer Caillou. Alles in Ordnung. Okay, Officer Caillou. Aber jetzt müssen die Polizisten wieder arbeiten. Papi, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Polizist. Das kannst du natürlich werden, wenn du möchtest, Caillou. Aber jetzt bringe ich dich zur Spielgruppe, ja? Ich muss jetzt zur Arbeit gehen, wie all die anderen Menschen, die wir heute Morgen haben, arbeiten sehen. Einverstanden? Einverstanden. Da bist du ja, Caillou. Ich habe mich schon gefragt, wann du wohl kommen würdest. Mrs. Martin, ich habe in einem Polizeiauto gesessen. Wirklich? Das hat bestimmt Spaß gemacht. Ich habe ihm Menschen bei der Arbeit gezeigt. Wir haben auch einen Briefträger und einen Mann von der Stadtreinigung gesehen, nicht wahr, Caillou? Ja, aber die Polizisten, die hatten doch die allertollste Arbeit. Ich glaube, meine Arbeit ist die allerschönste.